Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer äußerst dunklen Episode von The Long Dark. Wir sind hier immer noch in unserer Lieblingsberghütte und der neue Tag, der bricht gerade an. Ich schaue mal in mein Inventar. Wir sind relativ gut beladen, doch erstaunlicherweise hätte ich gar nicht so wirklich gedacht. Ich könnte theoretisch diese Sache essen, ich könnte es aber auch theoretisch lassen, um es irgendwie noch später aufzuwärmen. Wieso sind wir denn so mega schwer beladen? Wir haben doch gar nicht so viel mit dabei eigentlich. Also ich weiß nicht, warum wir genau jetzt so mega schwer beladen sind. Wir haben natürlich die das Lämpchen, sage ich mal. Alter. Schrank öffnen, ich möchte gerne hier durch. Können wir die Lampe noch hier oben reintun? Ich denke doch, oder? So, das Ding, das tue ich mal hier rein. So. Dann würde ich mal sagen, werden wir mal unser Frühstück jagen. Ich habe ja angekündigt, was das erste ist, was wir heute machen werden. Und zwar, wir werden uns jetzt einen Hasen jagen. So, komm, hier ist nämlich jetzt kein Wolf. Alter, holy shit, was ist denn hier nicht in Ordnung? Alter. Alter. Sind hier überhaupt Hasen unterwegs? Alter, ist laut. Ich hier einen Hasen? Alter. Ich höre irgendwelche Tiere, aber es könnte auch ein Wolf sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es schlau ist. Alter! Ich höre doch hier in der Nähe was. Ich gehe gleich wieder rein. Alter! Boah, das kannst du ja komplett vergessen. Holy moly, ey! Ja, mal ein paar kleine HP eingebüßt, würde ich mal sagen. Alter Vater, draußen ist ja der Schneesturm des Todes. Ja, das kann ja was werden mit Hasenjagen. Okay, wie sieht es vorratstechnisch aus? Das Blöde ist, wir können jetzt natürlich die Sachen auch nicht so wirklich aufwärmen. Kann ich das trotzdem essen? Ja, komm hier, ey. Ich bin ein Mann, ich vertrag das. Spitzenpfirsiche kalt. So lieb ich sie doch. So lieb ich sie doch. Seien wir doch mal ehrlich. So lieb ich sie doch. Komm hier nochmal ein ganz kleines Schlückchen nehmen zum Runterspülen. Tja, ich würde mal sagen, kann ich mir ein Stündchen aufs Ohr hauen? Na komm, hau ich mir mal ein Stündchen aufs Ohr. Vielleicht, wenn ich aufwache, hat sich das Wetter gebessert. Natürlich hat es sich nicht gebessert. Wer hätte es gedacht? Ich warte mal. Ich warte mal 3 Stunden.
Okay, kann ich es abbrechen, bitte? Abbrechen, bitte. Abbrechen, bitte. Escape. Okay. Alles klar. So, das sieht doch schon mal wesentlich besser aus. Der Schneesturm ist vorbei. Ich würde mal sagen, auf ein neues. Das sieht doch schon wesentlich vielversprechender aus. Da unten schlendert ein Wölfchen entlang. Das wird mit Sicherheit der Wolf sein. Kommt der hier hingeschlendert? Ich weiß es nicht. Da unten ist auch ein Wolf. Das wäre jetzt natürlich ungeil. Kommen die beiden jetzt hier hin? Der schlendert darüber, wahrscheinlich zur Insel, wo ich hin will. Ja. Läuft hier oben nicht vielleicht ein kleines Häschen rum? Das würde ich doch sehr feiern, wenn dem so wäre. Der Wolf hat nicht wirklich ein Interesse an unserer Insel. Der Wolf entfernt sich jetzt auch wieder. Jetzt steht der da. Da ist ein Hase übrigens rechts. Wo ist der Wolf hin? Wo ist der Wolf hin? Ist der hinter dem Fels verschwunden oder kommt er jetzt hier hoch? Scheiße! Ich habe daneben geworfen. Der Wind kommt aus einer sehr ungünstigen Richtung. Der Wolf könnte uns riechen. Da ist er. Ich sehe ihn wieder. Ist der Hase? Der Hase kam doch gerade wieder. Da unten ist der Wolf. Er kommt wieder in unsere Richtung. Ich schau mal gerade, was der Wolf hier macht. Da ist wieder der Hase. Scheiße! Das ist gar nicht so einfach, ey. Mann, 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 ey. Ah, zu hoch. Meine Güte. Okay, ruhig bleiben. Kommt der hier hoch? Verpiss dich, Junge, verpiss dich. Das darf nicht wahr sein. Ich krieg zu viel. Wie wirft dieser Mongo denn? Wie kann man denn so inkompetent sein? Wo ist der Wolf? Kommt er jetzt hier hoch?
Alter. Okay, also, okay, da hab ich jetzt echt gerade verzogen, aber. Alter, wie wirft der denn? Okay, der Hase, der kommt wieder. Wie viele Steine habe ich noch? Ich habe noch 5 Steine, okay. Was war das? Alter, wie wirft der denn? Der wirft total verzogen nach rechts. Also das wäre jetzt nicht meine Schuld. Okay, der Hase, der kommt aber immer wieder. Also hier scheint ein guter Spot zu sein. Ich muss nur megamäßig aufpassen, dass der Wolf nicht hier hochkommt. Ich guck mal, wie nah ich den Hasen an mich rankommen lassen kann. Das darf nicht wahr sein. Was ist das denn da unten? Da ist was. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. My fingers feel numb. Halt die Klappe. Mann, 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 wo ist der Hase jetzt hin? Lol, da ist der Wolf. Okay. Und dort ist auch der Hase, das darf nicht wahr sein. Der Hase ist bei dem Wolf und der Wolf interessiert sich einen Scheiß dafür. Gibt es hier nicht noch mehr Hasen? Hier muss es doch mehr als einen Hasen geben auf diesem Hasenhügel. Der Hase entfernt sich immer weiter, das ist nicht gut. Was dieses rote Ding da ist, will ich natürlich auch gerne wissen. Das sieht so aus wie irgendein vergrabener Container oder wie irgendein vergrabenes Zelt oder so. Oh Mann, ey. Oh ne, komm. Oh ne, komm. Oh ne. Oh ne. Oh komm. Ach, nehme ich doch im Arsch. So kalt. Ah, shit, ey. Ich muss wieder rein. Oh, fuck, ey. Meine Güte. So eine Scheiße, so eine Scheiße, meine Güte, das war nicht gut. Das war echt nicht gut. Ich warte mal gerade 2 Stunden, wir müssen uns wieder aufwärmen. I could use a drink. Ja, ich weiß, mein Freund, ich weiß. Ich weiß, mein Freund, ich weiß. Na komm, ich mag's doch kalt. Geben wir's doch zu, ich mag's doch kalt. Ach, das war jetzt nicht so wirklich megamäßig erfrischend, muss ich ganz ehrlich sagen. 92% hiervon haben wir noch drin. Diesen Riegel kann ich mir mal einstecken. Ansonsten haben wir hier echt nicht mehr so mega viel Essen drin, muss ich mal anmerken. Das ist echt nicht so geil.
Scheiße, ey. Ich muss einen fucking Hasen jagen. Sehr schönes Bild. Ich brauche einen Hasen. Komisch, als ich noch nicht hier auf den Hügel gezogen bin, liefen mir 100 Millionen Hasen rum. Jetzt, wo ich hier bin, einer. Das funktioniert so nicht. Ich kann bei diesem Wetter nicht jagen. Das mit diesen Steinen ist echt keine optimale Lösung. Okay, wieder rein. Nicht gut. Nicht gut und es wird Abend. Ich lege mich mal 2 Stunden hin und hoffe das Beste. Vielleicht können wir abends noch mal einen Hasen jagen. Ach, wie der verzieht, ey. Das ist echt unglaublich. Okay, wir haben wieder gute Sicht. Wir haben wieder gute Sicht. Wir müssen jetzt einen Hasen auf jeden Fall kriegen. Okay, komm, einmal durchschütteln und los geht's. Natürlich ist der Wolf wieder genau da unten bei dem Ding. Sag mal, was sind das eigentlich für extrem dumme Wölfe? Wollen die nicht mal irgendwie da hinten hingehen, wo es die ganzen Rehe gibt? Nee, Hauptsache den Spieler ärgern. Die müssen doch schon längst verhungert sein. Die haben schon seit Tagen nichts gegessen, wenn die immer nur hier auf der Stelle rumgammeln. Da zu diesem roten Ding will ich hin. Aber der Wolf ist natürlich jetzt genau da, seitdem ich es angeguckt habe. Mann, was ist denn das mit den Hasen auf diesem Hasenhügel? Ein Hasenhügel ohne einen einzigen Hasen, seitdem ich hier bin. Mann, Mann, Mann. Ich brauche einen Hasen, verdammt. Und bei meiner Trefferquote brauche ich vor allen Dingen Steine. Hat er den geworfen. Ich habe gesagt, du sollst den Stein aufheben. Es wird dunkel und kein einziger Hase auf dem berühmten Hasenhügel. Man könnte diesen Hügel in Wolfshügel umbenennen, weil da gibt es ja anscheinend nur noch Wölfe.
Lol. Den muss ich jetzt fangen. Den muss ich jetzt fangen. Nein, ich wollte doch gerade... Alter, nein, 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 es lauft euch alle weg, ich wollte doch gerade klicken. Nein, Hase, bitte. Jetzt lauft euch... Ja, genau, der Hase springt die Klippe runter, die Klippe. Wollt ihr mich eigentlich ver... Oh, er war genau vor mir, ich wollte gerade klicken und dann macht er einen Abgang. Da kommt wieder einer, den muss ich mir... Ja, und der Hase springt wieder freiwillig die Klippe runter. Ich hab doch... Das war ein Headshot. Das war ein Headshot. Das war ein Headshot. Alter, war das ein Headshot oder war es ein Headshot? Der war doch richtig gut geworfen. Also der war wirklich gut geworfen. Nein, jetzt... Oh Mann, ich hab doch getroffen. Scheiße. Okay, er kommt wieder, er kommt wieder. Okay, komm, er kommt wieder. Er kommt genau auf mich zu. Ich muss den jetzt treffen. Ich muss ihn jetzt treffen. Ich habe mich nicht bewegt. Alter, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ich habe mich nicht bewegt. Der hier scheint aber irgendwie festzustecken, oder? Nein! Komm schon. Okay, wir kriegen ihn. Es wird dunkel. Ich warte, bis er das nächste Mal kommt. Oh, Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Alter, wie schnell der ist. Wo ist der? Da kommt er wieder. Alter, der ist so mega schnell. Der ist so mega fucking schnell. Alter, ey, so schnell kann ich nicht reagieren. Es wird immer dunkler. Jetzt dreht er vorher um. Das gibt's nicht. Ich habe genau dahin geworfen, wo er hingelaufen wäre. Und er dreht einfach um. Alter, diese Hase, da kann ich nicht so schnell reagieren. Die Hase sind mega intelligent. Holy shit. Schon. Yes! Ah, mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey.
Alter. Gut. Sollen wir den gleich noch auseinandernehmen oder sollen wir das? Ich würde mal sagen, wir warten damit. Ich packe ihn mal in den Kühlschrank. Wie viele Steine haben wir jetzt noch? Drei. Das ist natürlich nicht so wirklich viel, aber wir haben tatsächlich einen Hasen. Man hätte es nicht mehr für möglich gehalten, dass ich noch einen Hasen kriege tatsächlich. Oh mein Gott, Herr, ja, super. Das hat natürlich jetzt. Also eigentlich wollte ich den an dem Tag mehr schaffen, jetzt nur einen Hasen fangen. Ja, das hat ja jetzt nur so semi-professionell funktioniert. Lol, Moment, hier geht's lang. So, wir legen uns mal 8 Stunden schlafen. Ich hoffe, wir können das. Es ist mitten in der Nacht, sehr gut, aber es scheint irgendwie Vollmond oder so zu sein. Jedenfalls sieht es mir danach aus, weil es doch relativ hell ist. So, das bedeutet, ich werde mal den Hasen nehmen und ihn zerlegen. 1,2, er ist ein bisschen dünner wie der letzte Hase. So. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nochmal ein bisschen was trinken. Na komm, du kannst den Kühlschrank ruhig öffnen, da habe ich nichts gegen. Ein Kilogramm haben wir hier noch drin. Unsere West ist bei 9%. Das, achso, die wurde wohl von dem Dings angefallen. Das habe ich sicherlich alles oben reingetan. So. Genau, das kann ich hier mit reintun, genauso wie das Fell. Daraus kann ich mir doch bestimmt irgendwas Cooles craften, kann ich mir vorstellen, oder? So, dann würde ich sagen, können wir uns die beiden Sachen eigentlich auch gleich mal zubereiten. Warum eigentlich nicht? Ist doch schlau, sich beides gleich zuzubereiten. Ich denke doch mal. Ein Feuer in der Nacht soll ja auch gut tun, habe ich gehört. So, okay, komm. 40% Chance. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. 40%, damit kann man arbeiten. Ich versuche doch mal ein nächtliches Feuer zu machen. Wenn wir nicht schlafen können, dann nutze ich die Nacht, um unsere Beute zuzu... Ja. Wir versuchen es erneut. Komm schon. Komm schon. Ach komm schon, Spiel. Meine Güte. Ich habe nur noch einmal Brennspiritus. 40%, das... Also 40% ist nicht so wenig. Das ist mehr als jeder dritte Versuch. Komm schon, Spiel, jetzt lass mich doch ein Feuer machen. Ja, komm schon, das kann doch jetzt echt nicht mehr ausgehen. Das Feuer brennt doch quasi. Sehr gut.
Sehr gut. So. Garen. Und ebenfalls garen. Okay. Und ein übelster Wind kommt, der das Feuer quasi ausgehen lässt. Okay, ja gut. Ich wollte eigentlich noch das Feuer nutzen, um. Ich würde mal sagen, das werde ich essen. Um ein bisschen mehr Wasser abzukochen. Das wollte ich eigentlich noch machen. Oh, jawohl. Das hat doch satt gemacht, ey. Das hat doch richtig geil satt gemacht, auf jeden Fall. ,47, das ist natürlich nicht wirklich viel. Lassen wir mal 0,5 hier und 0,5 stecke ich mir ein.